gehen nach links und dann trennen sich die Wege. Ich meine, für mich war es nicht so schlimm. Durch mein Speedway-Fahren, da bin ich 30 Meter schon in die Zuschauertribüne geflogen, da ist mir nicht viel passiert. Ja, wir hatten Stürze nichts ausgemacht, aber irgendwann hat er gedacht, aber der springt ja aber von alleine runter, die brauche ich gar nicht runterpuffeln. Was ist das für einer? Auf jeden Fall hat sie den erstmal reitbar gemacht und lenkbar. Und ich dann drauf, und jetzt geht's ja los, die Reitersprache. Kennt ihr die Reitersprache? Wie bescheuert die ist? Halleluja! Da sagt sie zu mir, nach kurzer Zeit, jetzt reiten wir mal auf die rechte Hand. Ja, sag ich, wie, soll ich mich jetzt draufsetzen? Da sagt sie, nee, Mensch, ich geh da rein, rechts rum. Ich sag, dann sag rechts rum. Wie rechte Hand, dann versteh doch. Rechte Hand, linke Hand, ja? Hey, da habe ich gedacht, das war schwer. Die Reitersprache wirklich zu lernen, ja? Oder das Umsitzen, ja? Der Dr. Murgel, ja, hat euch das erklärt. Das ist ja dann, ne, du sollst ja dann mal auf dem richtigen Fuß. Ich sag nicht so, der hat vier Füße, soll ich mir jetzt einen aussuchen? Ey, das ist hart für einen, der da oben noch ganz andere Probleme hat, ja, wie sich einen Fuß auszusuchen und dabei dann aufzustehen, wenn dann irgendeine Schulter vorgeht. Vor allen Dingen, du weißt ja, wenn du keine Ahnung hast, weißt ja nicht, wo die Schulter ist. Die siehst du von oben nicht. Da ist ein Sattel drüber. Zumindest bei mir war es so.